core. Presence. Los Alamos, New Mexico. Sehr episch, wow! Es hat mich hart getroffen! Imperial Hotel, Calcutta, Present Day. Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am? Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde. Und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften. Tief im verlorenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? Damit herzlich willkommen zum ersten Tomb Raider Teil. Ich hab Angst. Ich glaube, die Musik hat sich aufgehangen. Bildoptionen, Controller. Okay, hier sehe ich mich um. Da mal Schritte. Waffe ziehen ist Dreieck. Springen ist Viereck. Und warum nicht X? Oder Kreuz genannt. Rolle und Handlung. Das Training mache ich andermal. Erstmal kommt das Spiel. Spiel starten. Sorry, wenn ich lache, aber die Animation ist einfach nur scheiße gemacht worden. Trotzdem ist das Spiel geil. Boah, Alter, der Empfang, Alter. Komisch, gerade hat sie noch lange Haare gehabt und jetzt hat sie kurz. Alter, die andere Mann. Gut, ich nehme lieber hier nicht diesen Joystick-Art-Dingsbums,
Dann hier diese Kreuztaste. Wie schieße ich denn eigentlich denn? Es ist, glaube ich, immer besser, die Waffe gezogen zu haben. Mann, dreh dich doch mal ordentlich. Nein, ich wollte... Mann, spring! Wieso springst du einfach nicht? Jetzt weiß ich, wo ich schieße. Auf Kreuz. Ich hasse es, wenn die Steuerung auf Viereck ist, also mit Springen. Das verführt nur jemanden. Alter, ich muss mehrmals auf Viereck drücken, damit sie springt. Ach, da oben. Was war das denn? Das ist dein Ernst, Lara? Jetzt Rückwärtssprung, danke. Boah, Alter. Die Kamera ist ein bisschen nervig. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen hereinfinden. Ja, das ist immer so. Man muss sich kurz hereinfinden. Mann, verschwinde Fliege. Ich hab hier nichts für dich. Hallo? Hallo? Kann sie auch mal was anderes machen, als nur das zu machen? Ah! Ich hätte vielleicht auch Training machen sollen. Ach, Quatsch. Also Kreuz muss ich dann drücken zum Festgreifen. Und natürlich gedrückt halten. Eine Relik. Oder ein Midi-Pack einfach. Yay, Midi-Pack. Und ich darf es bestimmt jetzt auch selber herausfinden, wie ich ihn verwende. Das sah aus. Warte mal, wenn es hier jetzt nicht weitergeht, wo geht es dann weiter? Doch, andere Seite? Und ich kann nicht springen! Die Steuerung ist jetzt schon mein Freund. Hä, aber jetzt ohne Witz, wo geht es weiter? Konnte man hier sich nicht irgendwie herumgucken? Boah. Schön. Ha. Pistolen. Kompass. Die Steuerung ist mein bester Freund von Lara Croft 1. Kann nur da weitergehen. Mädchen, was machst du da? Mann, Nera, warum sollst du mal das haben? Wir sind gleich bei 10 Minuten. Und ich möchte hier nicht 5 Stunden aufnehmen für ein Level. Wartet mal kurz, ich hab was vergessen. Geht sofort weiter. Mein Auge juckt. Es dürfte normalerweise nicht mit drauf sein. Wenn ja, dann muss ich es cutten. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Das Spiel geht sofort weiter. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Das Spiel geht sofort weiter. Haben Sie bitte noch ein bisschen Geduld? Das Spiel geht sofort weiter. Sorry. Oh.
Wo sind das da? Haben Sie noch bitte ein bisschen Geduld. Das Spiel geht sofort weiter. Das nehme ich jetzt und... Wo ist das da? So. Ich bin Lara, mach noch Rollo. Jetzt ohne Witz, wo geht es weiter? Ich hatte ein Lösungsbuch von Lara Croft, aber vom zweiten Teil. Darf ich jetzt irgendwas zerschießen? Kann es sein, dass ich unbekannte Munition habe? Habe ich gerade Leben verloren? Mann! Ey, das Let's Play fängt schon super an. Warte mal. Was haben wir denn dort? Springe! Schön, dass sie da reingeglitscht ist. Kamera, bitte. Ich glaube, jetzt kommt der erste Feind. Ich habe irgendwie das Gefühl. Die zielt. Fledermäuse, na lecker. Und schön auf eine gerade Linie. Was haben wir hier so? Sie bewegt sich voll langsam, fällt mir gerade auf. Oder muss ich gerade feststellen? Hier ist eine Sackgasse. Andererseits, was ist das? Aber ich komme so oder so nicht da nach oben. Es fehlt mir irgendwie Musik im Spiel. Man hört nur Lara Schritte, beziehungsweise hört man das Knistern der PlayStation oder man hört meine Stimme. Manchmal halt. Na, halt Lara halt. Oder ihre Schritte oder sonst irgendwas. Hallo, hallo, ich bin Lara, kann springen. Mit einer Waffe. Ich glaube, dieses Level wird ziemlich lustig werden. Und mit lustig meinte ich extrem nervig. Oh, guck mal, wo ich bin. Ich meine, die Steuerung, die ist ja super. Wage es, die runterzufallen? Geht doch. Von hier bin ich ja gekommen, oder? Nee, ich bin doch... Alter! Nee, ich bin jetzt ganz woanders, kann es sein? Ach, keine Ahnung, bin ich... Nee, doch, ich bin woanders. Wäre ich bei dieser einen Stelle gewesen, dann... Hallo? Hallo? Das Gute ist, es gibt noch ein... Das glaube ich, das ist der... Doch, der siebte oder achte Teil ist es. Und das ist ein Remake von Lara Croft Plus, das heißt Anniversary. Deswegen weiß ich etwa, wie es so sein wird. Also wie der Story-Ablauf sein wird. Nein! Hier sieht es so dunkel aus. Habe ich Fackeln? Schon in diesem Teil? Glaube nicht. Drück doch. Mann. Lauer, bitte. Du sollst die Kacke verwenden.
Boah, habe ich mich erschrocken. Unbekannten Gründen. Löst du mal? Jetzt ohne Witz, ich habe mich einfach so erschrocken. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber ich habe gerade was eingebildet, dass da gerade irgendein Tier kommt. Stimmt, ich glaube, in diesem Teil war noch ein Bär oder so. Zumindest bei Anniversary. Ich weiß es nicht. Ich habe einige an Tomb Raider-Teilen gespielt. Also das ist jetzt dieses offizielle zweite Let's Play von einem Tomb Raider-Teil. Das erste Hauptspiel, aber das zweite allgemein. Wieso wird es jetzt nicht hochgehen? Das allererste war ein Spin-Off. Wenn man die Waffe zieht, also wenn Lara die Waffe zieht, und wenn in dem Moment das hinauszoomt, denke ich mal, es kommt ein Gegner. Och man, die Kamera ist schon ein bisschen blöd dargestellt. Ist es Eis? Oh Gott, hier. Ich glaube, bei Anniversary bricht eine Leiter zusammen. Leiter vor allen Dingen. Ja, wie heißen die? Diese Hängetreppen. Ne, Treppen sage ich jetzt schon. Hängematten heißen sie auch nicht. Hängebrücke.